So, hallo, guten Abend, liebe SWN-Besucher, liebe SWN-Fernsehzuschauer, liebe Besucher von unserem ITV SWN-TV. Heute haben wir wieder unseren Wochenrückblick, den Wochenrückblick auf Schweinfurt, auf Unterfranken und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen und ja, lassen Sie sich einfach überraschen, unsere 30 Minuten von Franken, von Schweinfurt. In unserem Beitrag werden Sie sehen heute, die Schwal der Schweinfurter Weinprinzessin, da gehöre ich eine große Sache. Dann weiteres eine Rettungshunde-Ausbildung in Nüdlingen von den Johannitern, auch eine wunderschöne Sache gewesen. Und dann waren wir natürlich auf dem Franzosenmarkt in Schweinfurt und wir waren, ja, ganz klar, auch auf dem Vogelschuss. Zum Vogelschuss gibt es sozusagen, dass die bürgerlichen Schützen meinen, ja, ihr Fest läuft wahrscheinlich ganz allein. Und sie brauchen keinerlei Werbung oder irgendwas zu machen. Also wir haben Vogelschuss nur so nebenbei mitbekommen, dort wären wir gar nicht hingegangen, wir wussten das ja gar nicht. Aber irgendwo haben wir es dann doch mitgekriegt, dass also Vogelschuss in Schweinfurt ist und den Umzug haben wir verpasst. Aber gut, wir waren draußen am Volksfestplatz und haben uns die Buden angeschaut mit dem Ponyreiten, da den Ponys im Kreis waren wir nicht ganz mit einverstanden. Irgendwie hatte ich mal einen Gedanken, dass da auch mal ein Festzelt war oder irgend sowas. Aber irgendwo, ja, war das jetzt so? Vielleicht kann jemand von den Zusehern von der ITV uns sagen, ob es da wirklich mal ein Festzelt gab oder so. Also wir konnten uns jetzt gar nicht genau erinnern. Gab es letztes Jahr ein Festzelt oder nicht? Auf jeden Fall hatten wir ein wenig Probleme mit diesen Pferden, wo wir um den Kreis rumlaufen müssen. Aber ansonsten, ja, war es okay. War ein wenig schlecht besucht am Samstagnachmittag, aber ich denke auf den Abendstunden hin und am Sonntag war mit Sicherheit krachenvoll dort. Also gut, Vogelschuss Schweinfurt, hack mal ab, bürgerlichen Schützen, ich hoffe, hallo bürgerliche Schützen, denkt dran, das nächste Mal SWN-TV, Schweinfurter Nachrichten, auch mal eine Pressemeldung schicken, das wäre ja auch nicht schlecht. Bei der Weinprinzessin war eine schöne Sache, wir waren auch eingeladen, waren aber als Medienpartner eigentlich nicht vorgesehen dort. Hatten zumindest, wurden wir nicht erwähnt, wahrscheinlich, weil wir nicht gespendet haben, aber wir haben auch keinen Spendenaufruf bekommen, also an den Verantwortlichen, ja, also es gibt auch noch außer Schweinfurter Dachblatt auch noch das Schweinfurter Nachrichten in Schweinfurt mit unseren ITV und unseren vielen Videos und den vielen Beiträgen, die wir auch jeden Tag und jede Woche neu haben. Mit unserem ITV ja, sind wir noch nicht so auf dem Laufenden. Wir suchen ja immer noch Räumlichkeiten und wir sind gerade dabei, also zwei neue Räumlichkeiten aufzumachen. Und wenn diese zwei neuen Räumlichkeiten, also eine davon dann zum Tragen kommt, dann wird natürlich unser ITV-Programm auch viel stärker, viel besser dann über den Sender gehen. Wir werden dann mehr Beiträge machen und natürlich aus unserem Live-Studio bei Schweinfurter Nachrichten in unserem neuen Studio werden wir dann auch drehen. Da wird es auch Talgrunden geben, da wird es Beiträge geben aus dem Studio und ich hoffe, dass es bald soweit ist. Aber spätestens im Juni starten wir voll durch. Ja, unser erster Beitrag ist natürlich jetzt mal der Vogelschuss. Da gehen wir mal hin und gucken mal rein in das, was da so alles geboten wird. Also Film ab, Vogelschuss, pst, Vogelschuss, Film ab. SWN TV war am Samstag um 15 Uhr auf dem Vogelschuss auf dem Volksfestplatz. Wie ihr in den Bildern sehen könnt, war jetzt nicht gerade viel Stimmung auf dem Volksfestplatz. Aber ich denke, in den Laufe des Tages, also in die Abendstunden hinein, wird es mit Sicherheit viel mehr geworden sein. Auch am Samstag und am Sonntag war mit Sicherheit ein Andrang an den Geschäften. Aber am Samstag um 15 Uhr, wie wir da waren, ja, mäßig durchwachsen. Aber vielleicht liegt es daran, dass die bürgerlichen Schützen meinen, ja, es läuft schon. Was wir vermisst haben auf dem Vogelschuss war das Festzelt. Wir haben geguckt, haben geschaut, aber Festzelt war keins zu finden. Der Vogelschuss ist das erste Volksfest in Schweinfurt im Jahr und wir freuen uns natürlich jedes Jahr darauf, dass wieder wenn es losgeht, dass man rausgehen kann, dass man feiern kann im Freien und da wird das Vogelschuss natürlich wunderbar. Also viel Spaß noch bei den Bildern. Thank you.
So, unser zweiter Beitrag. Der zweite Beitrag ist, wie gesagt, die Wahl der Weinprinzessin. Und ich war überrascht, wer es geworden ist. Und nach den Bildern und so hätte ich vielleicht eine andere geschätzt, aber dann war ich dann doch angenehm überrascht. Also ich denke, es war okay. Also die Lena Meissner ist unsere neue Weinprinzessin in Schweinfurt. Und ich denke, euch wird sie hoffentlich genauso gefallen, wie sie uns gefallen hat. Und ja, also mal Film ab von der Veranstaltung Weinprinzessin in Schweinfurt. Die Wahl der Weinprinzessin in Schweinfurt. Nicht sagen, wir haben keinen Wein in Schweinfurt. Wir haben Wein und guten Wein. Also, Film ab. Heute bin ich in Schweinfurt bei den Radarstile und hier findet heute das zweite Mal die Wahl der Weinprinzessin Schweinfurt statt. Wie man im Hintergrund sieht, wird also schon groß aufgebaut. Es geht also in circa 15 Minuten geht's los und ich wünsche euch viel Vergnügen. Als Vorsitzender des Vereins Genussreich Stadt Schweinfurt e.V. ist es mir eine besondere Ehre, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Ein besonderer Gruß geht an den Schirmherrn der Veranstaltung, unseren Oberbürgermeister, Herr Sebastian Rebele, und seine bezaubernde Frau Monika, die, wie man gut erkennen kann, in den gleichen Farben gekleidet ist wie der Verein. Heute haben wir drei bezaubernde junge Damen im Finale der Gala zur Wahl der Schweinfurter Weinprinzessin 2014-2015 stehen. Jede von Ihnen auf ihre eigene Art und Weise befähigt, das Amt in Würde auszuführen und Schweinfurt als Symbolfigur zu repräsentieren. Ich freue mich nun mit Ihnen auf einen unterhaltsamen Abend und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auch sehr herzlich im Namen der Stadt Schweinfurt hier in der Rathausdiele anlässlich der zweiten Wahl einer Schweinfurter Weinprinzessin begrüßen. Ich darf Ihnen versichern, dass die Rathausdiele noch nie in einem solchen wunderbaren Blumenglanz erstrahlt ist. Und ich darf auch sagen, es kannten sich noch nie so viele attraktive junge Damen in diesem Saal. Zeitgleich zumindest. Das war schon wieder. Das war mit meiner Frau so abgesprochen. Hat sie mir gestattet, so viele Worte zu verlieren. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie, der Verein Genussreich Stadt, diese, sagen wir mal, beginnende Tradition hier weiterführt. Denn wir legen natürlich Wert darauf, dass die Stadt Schweinfurt nicht nur wahrgenommen wird als Stadt der Industrie, als Stadt der Kunst, als Stadt des Sports, sondern auch des Genusses und des Weins. Ja, 2 Jahre sind sie gleich vorbei. Traurig? Extrem, ganz ehrlich. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich werde mich freuen auf den Zeitpunkt, endlich mal die Krone abgeben zu können, um wieder ein bisschen mehr Freizeit zu genießen und ein bisschen mehr mein Wochenende für mich zu verplanen. Aber im Moment bin ich ganz extrem traurig und tue mir ganz, ganz schwer damit abzuschließen. Was war denn so für dich das Schönste? Was ist das Schöne an meinem Prinzessin-Dasein? Also das Allerschönste an meinem Prinzessin-Dasein sind die Weinfeste. Ich meine, das Wissen um den Wein, das lernen sie ja gerade alle noch. Und ja, reisefreudig sind sie auch. Und ganz, ganz wichtig, das kommt vielleicht aber bei den drei noch viel Liebe und Leidenschaft für den Wein. Und stellt es uns vor. Okay, also ich nehme den Marktplatz. Und ich habe den Marktplatz jetzt ausgewählt, weil er einfach ganz zentral in Schweinfurt liegt. Auf dem Marktplatz befindet sich das Rückert-Denkmal. Und jetzt sage ich kurz was zu Friedrich Rückert. Friedrich Rückert wurde in Schweinfurt geboren. Er war ein Dichter und Schriftsteller und hat in seinem Leben über 20.000 Gedichte verfasst. Also es ist eine ganze Menge. Und er hat sich hauptsächlich auch mit orientalischen Schriften oder Sprachen befasst.
konnte über 44 Sprachen sprechen. Also ich bin mal ganz nebenbei zu Friedrich Vögel, weil das Denkmal eben doch recht prägend auf dem Marktplatz steht. Und auf dem Marktplatz unter der Woche ist da der Gemüse- und der Obstmarkt, wo dann Bauern aus der Region eben ihre regional angebauten Produkte verkaufen. Also mir schmecken beide Weine sehr gut. Ich würde mich jetzt aber für den Lechner entscheiden, den hier. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Scheurebe ist. Passt. Gut. Hervorragende Arbeit gemacht. Leider kann es nur eine werden, es ist leider im Leben so. Nicht traurig sein, aber tolle Arbeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, vielen Dank, Julie. Also, wir haben es gesagt, es war keine leichte Entscheidung der Jury. Die Jury war von euch allen drei begeistert. Es kann auch eine geben, die eine steht hier auf dem Zettel. Letztendlich war es dann doch kein ganz knappes Ergebnis, sondern heute Abend konnte eine von euch drei überzeugen und die eine Kandidatin lautet Lena Meister! So, hallo, ich habe also heute die neue Weinprinzessin, die zweite Weinprinzessin aus Schweinfurt vor der Kamera, die Lena Meisner. Lena, wie war denn das jetzt? Das Gefühl, wie das Ergebnis bekannt gegeben worden ist. Also ich muss sagen, ich war wieder total aufgeregt, so wie am Anfang, als ich das erste Mal auf der Bühne stand heute. Und ich muss auch sagen, ich habe etwas gezittert, aber als dann das Ergebnis bekannt geworden ist, habe ich mich wirklich total gefreut. War das jetzt eigentlich schwer, die Vorbereitungen zu dieser Ausscheidung, zu diesem Wettbewerb? Ja, dadurch, dass wir einige Workshops hatten, konnten wir schon einiges lernen. Aber man musste sich natürlich daheim auch noch darüber informieren und noch ein bisschen sein Wissen aneignen. Aber war machbar auf alle Fälle. Was sind deine nächsten Ziele als Weinprinzessin? Ja, ich muss jetzt erstmal schauen, was da so für Termine auf mich zukommen. Aber ich möchte auf alle Fälle Schweinfurt eben würdig präsentieren. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Sind mir ja sehr viele Fragen gestellt worden über Wein. Was trinkst denn du gerne für einen Wein? Also so einen wirklichen Lieblingswein habe ich nicht, aber ich trinke echt gerne die Scheurebe, einfach weil es ein recht süßer Wein ist, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Lieblingswein. Also gut, dann vielen Dank und viel, viel Erfolg. Vielen Dank, Dankeschön. So, jetzt habe ich die Weinkönigin, die fränkische Weinekönigin Christine Ungemach vor dem Mikrofon. Als Weinkönigin, was sagen Sie denn zu unserer Weinprinzessin? Also wahnsinnig tolle Performance heute Abend, hat man auf jeden Fall, denke ich, gemerkt. Sie ist einfach begeistert von Wein, das hat man gespürt und sie hat es geschafft, eben ihren Funken, der in ihr glüht, auch überspringen zu lassen und das hat sie großartig gemacht und wurde dafür belohnt. Was sind denn Ihre Ziele jetzt als Weinkönigin von Franken? Ja, natürlich den Frankenwein weiter zu verbreiten, Leute dafür zu begeistern und meine Freude eben auch an weitere Leute überspringen zu lassen und Spaß dabei zu haben. Und der Spaß auf der anderen Seite kommt dann auch natürlich von ganz allein. Und wenn man so unterstützt wird mit so tollen Weinen von den Winzern, die auch wirklich ihre Leidenschaft und ihre ganze Arbeit reinstecken und so eine grandiose Qualität auch erzeugen, dann ist es natürlich nicht schwer. Was sagen Sie denn zu unserem Schweinfurter Wein? Ich muss leider gestehen, ich habe noch nicht sehr viele probieren können,
Der Herr Dams hat mich aber schon eingeladen ins Weingut. Ich habe es leider zur Vorbereitungszeit auch nicht mehr geschafft. Es war wirklich sehr vollgepackt. Aber sobald ich meine ruhige Minute habe, werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich denke auch zum nächsten Weinfest werde ich auch, wenn es terminlich passt, vorbeischauen. Also es ist mir auch ein großes Anliegen. Also dann vielen Dank und noch viel Erfolg in Ihrer Amtszeit. Herzlichen Dank und Schweinfurt natürlich auch noch alles Gute in Ihrer Arbeit und ja, weiterhin viel Erfolg. Und der nächste Beitrag. Der nächste Beitrag ist vom Franzosenmarkt. Wir waren also am Franzosenmarkt am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Schweinfurter, ich muss also sagen, ihr schreit immer rum, wir brauchen Veranstaltungen, wir brauchen mehr Action in der Stadt Schweinfurt. Und dann ist man am Franzosenmarkt. Und wer sind dort? Nur die Franzosen. Wo waren die Schweinfurter? Keiner da. Oder nur ein paar. Also ich war echt ein wenig geknickt. Da dachte mir, na, was ist hier los? Also ich habe dann gehört, am Samstag muss es dann besser gewesen sein. Samstag gab es halt wirklich ein bisschen, ein paar Leute da rumgesessen. Aber die Stände waren immer noch schlecht besucht. Vielleicht sind sie auch zu teuer. Man weiß es ja nicht. Vielleicht sind die Sachen auch zu teuer. Vielleicht ist für unser Schweinfurt ein Geldbeutel, vielleicht darf man sagen, überlege mal, ob ich jetzt Stange Weißbrot aus Frankreich käfe oder eins vom Bäcker nebenan. Ne? Also gut, okay, aber das bleibt nun mal dahingestellt. Also ich fand es trotzdem nicht so schön, dass dieser Franzosenmarkt dann doch so schlecht besucht war. So, und jetzt zum Schluss noch ein schöner Beitrag. Und zwar, ich war in Nüdlingen. Nüdlingen bei Bad Kissingen. Kennt doch jeder von euch, oder? Ja, Nüdlingen kennt jeder, ne? Nüdlingen ist ein Begriff, ne? Und in Nüdlingen haben die Johanniter eine Prüfung gemacht für Rettungshunde. Rettungshunde, eine ganz wichtige Sache. Ich habe mich aufklären lassen. Also Rettungshunde, die brauchen wirklich eine richtige, starke Ausbildung. Und die ist gar nicht ganz ohne. Also die Leute sind wirklich, die Hundeführer sind wirklich angespannt. Und man meint wirklich, es geht auch wirklich um was. Und zwar geht es um diese Hundeprüfung. Und ich war dabei und ich war echt beeindruckt, was diese Hunde so drauf haben. Und ich kann es nur empfehlen, wenn also Leute da sind, die das mal so sehen wollen, wendet euch mal an die Johanniter. Und lasst euch das mal vorführen. Die haben mit Sicherheit irgendwo auch Vorführungen. Ihr werdet erstaunt sein, was diese Hunde alles leisten. Und ich muss auch sagen, es geht natürlich auch nicht umsonst. Diese Rettungshunde kosten auch Geld. Also ich gebe sonst keine Spendenaufrufe. Aber hier, glaube ich, kann man da mal was Gutes tun. Und den diesen Rettungshundestaffeln auch mal ein paar Euros zukommen lassen. Die Rettungshundestaffel wird gebraucht, zum Beispiel, wenn irgendwelche Menschen vermisst werden wo man sie also nicht findet, zum Beispiel demente Menschen oder auch ganz normale Menschen, die also aus irgendeinem Grund orientierungslos sind oder irgendwas und dann irgendwo im Wald rumliegen oder im Wald rumlaufen. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn wir diese Rettungshunde haben, sind wir froh, dass wir sie haben. Die haben jede Menge Einsätze. Also Film ab. So, hallo, ich bin also heute unterwegs hier im Nüdlinger Gelände und ich habe jetzt den Olaf Mauer von der Johanniter vor der Kamera stehen. Herr Mauer, was haben Sie für Funktion und was findet heute hier statt? Ja, ich bin der Dienststellenleiter der Johanniter Unfallhilfe in Schweinfurt Bad Kissingen. Wir haben hier heute eine Flächensuchhundeprüfung für Teams aus ganz Deutschland.
Insgesamt werden 30 Hunde heute geprüft. Alle 1,5 Jahre werden die Hunde im wiederkehrenden Turnus auf ihre Einsatztauglichkeit hin getestet. Die Hunde, wie lange brauchen denn die, dass sie so speziell ausgebildet sind, dass sie auch Menschen finden? Also ich denke, im Regelfall kann man sagen, zwischen 2 und 3 Jahre, bis der Hund die Einsatzfähigkeit erreicht hat. Dass er alle Kniffs und Tricks drauf hat, um wirklich gezielt in die Suche zu gehen. Und muss er diese Ausbildung ständig wiederholen oder wenn er das mal gelernt hat, hat er das drauf? Also wiederholen muss er alle 1,5 Jahre, um wie gesagt sicherzustellen, dass der Hund einsatztauglich ist und bleibt, dass man ihn getrost in die Suche schicken kann. Normalerweise verlangen das nicht, aber die Hunde werden älter und wird halt die Einsatzsuche etwas schwieriger dann. Gibt es denn bestimmte Hunderassen, die besonders gut geeignet sind? Ich habe zum Beispiel jetzt einen Pekinesen zu Hause, wäre der geeignet? Also ich denke, Pekinese wäre ein bisschen schlecht, weil der schwierig übers Unterholz im Wald hinweg hopfen kann. Also es sollten schon Hunde sein mit einer gewissen Größe, die auch ohne Probleme ein Hindernis überwinden können. Die Hundestaffel, wann kommen die in Einsatz? Die Hundestaffel kommt im Einsatz, kennt man oft ältere, demente Menschen, die vermisst sind, vermisste Kinder, Suizidgefährdete, also es ist unterschiedliche Couleur, wo die Hundestaffel zum Einsatz kommt. Können Sie sich noch an den letzten Einsatz erinnern? Es gibt viele Einsätze, woran ich mich erinnern kann und sehr positive Einsätze. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, das war in der Rhön, da sind wir gerufen worden, vermisste Person, sind dann ausgeschwärmt, hatten noch ein Waldgebiet von ca. 150 Meter zum Absuchen und haben eine kurze Pause eingelegt und der eine Hund hebt dann so den Kopf, fängt das Winseln an und der Hundeführer meint, er hat Kontakt. Dann noch ein bisschen Spaß gemacht, habe gemeint, er hat wahrscheinlich einen Haas gerochen oder was. Ja, weit gefehlt. Der Hund ist also dann nochmal 2-mal in den Wald rein und ist dann im Wald verschwunden und hat das Bellen angefangen. Das ist das typische Signal für den Hundeführer, das sind sogenannte Verbeller, die Hunde. Der Hund hat Kontakt. Also wir sind dann in den Wald rein, ca. 200, 250 Meter und da war die vermisste Person gelegen. Also dank unseres Rastis damals, das war der Hund, und der Hundeführer, dem Bediener Memmel, konnte der Vermisste gefunden werden und wohlbehalten in die Obhut ins Krankenhaus gebracht werden, ansonsten wäre er wahrscheinlich erfroren. Wie viele Leute nehmen denn heute teil an dieser Übung? Also insgesamt 30 Teams nehmen heute an der Prüfung teil. Wenn man den Gesamtaufwand jetzt sieht, was hier mit Prüfern, Prüflingen und alles, denke ich, sind wir knapp an die 100 Personen. Wir haben hier in ca. 250 Meter Entfernung die Bundesstraße, oder 200 Meter Entfernung die Bundesstraße. Ja. Da war heute Nacht ein Verkehrsunfall. Ja. Und die beiden Insassen dieses Fahrzeuges sind abgängig. Männlich, weiblich? Zweimal männlich. So, Sie sind das Opfer, gell? Ich bin das Opfer noch. Warum habe ich jetzt die Glocke dran? Damit ich höre, wo er im Wald rumläuft, weil er sich ja manchmal schon recht weit entfernt und dass ich mich halt orientieren kann, welche Gelände er schon abgesucht hat und so. Und gerade in der Nacht auch, dann hört man das nicht. Ja. Hallo? Erster Teamchef. Ja.
Dann lassen wir Andreas zuerst laufen. So, hallo. Wen habe ich denn jetzt vor der Kamera? Ich bin die Alexandra Erhardt. Ich bin von der Rettungshundestaffel der Johanniter in Schweinfurt. Jetzt hat Ihr Hund gerade die Prüfung abgelegt als Rettungshund. War die Prüfung schwer? Ich finde Prüfungen, Rettungshundeprüfungen allgemein immer schwer, weil sehr viel vom Hund verlangt wird. Zum einen ein Gehorsamsteil, wo er einem folgen muss und dann auch selbstständig im Wald eben nach versteckten Personen suchen muss. Wenn er die gefunden hat, muss ich erste Hilfe durchführen und Rettungsmaßnahmen einleiten. Was war denn das Schlimmste an dieser Prüfung? Die Ungewissheit, ob der Hund das macht, was er im Training immer zeigt, oder ob er sich irgendwie anders verhält, weil es weiß ja nur ich, dass Prüfung ist und er weiß es nicht. Wie heißt denn Ihr Hund? Das ist der Timmy. Timmy, kannst du mal reingucken in die Kamera? Das ist also der Timmy. Schöner Hund. Und wo haben Sie denn den Hund her? Der ist aus dem Tierheim in Schwebheim. Ja, das habe ich nämlich schon gehört. Das ist also kein Reinrassiger, das ist wirklich ein Hund aus dem Tierheim. Und wie sind Sie mit ihm zufrieden? Ja, ich bin natürlich sehr mit ihm zufrieden. Der ist sehr gelehrig, sehr aufmerksam, interessiert an allem und absolut motiviert. Und gerade in der Rettungshundearbeit ist es halt sehr wichtig, dass die Hunde entweder sehr verspielt oder wahlweise sehr verfressen sind. Bei ihm ist es so, dass er sehr verspielt ist und es kommt einem eben da in der Arbeit zugute, weil er eben einen hohen Drang hat, versteckte Personen im Wald zu suchen. Er hofft eben darauf, also er ist sich eigentlich sicher, dass die Person, die er da findet, sein Spielzeug dabei hat. Und deshalb macht er das eigentlich. Wie oft muss man mit so einem Hund eigentlich trainieren, dass er wirklich als Rettungshund eingesetzt werden kann? Also wir trainieren jeden Sonntag 5 bis 6 Stunden im Wald, in verschiedenen Waldgebieten um Schweinfurt. Und zusätzlich ist noch einmal die Woche 1-2 Stunden Unterordnungstraining. Also gut, dann wünschen wir ihm viel Erfolg. Und viele Einsätze darf man eigentlich gar nicht wünschen, aber wenn er Einsatz hat, ist immer was passiert. Ne? Aber trotzdem, ein schönes Leben bei der Johanniter. Dankeschön. Danke. So, hallo, jetzt haben wir also den Herrn Fleeschutz, den Pressesprecher, nochmal vor der Kamera. Und Herr Fleeschutz, wie sieht denn das Resümee jetzt von dieser Übung? Das Resümee von der Prüfung ist sehr positiv. Leider haben natürlich nicht alle Teams die Prüfung bestanden, aber jetzt aus Schweinfurter Sicht, das ist sehr erfolgreich. Wir sind sehr zufrieden, vor allem wie der Wetterverlauf war. Es waren Richtung Samstagnachmittag schon die ersten Regenschauer angekündigt, die uns bislang toi 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 nicht erreicht haben, dass es hoffentlich auch dann so bleibt. Von dem her, schönes Wochenende, gelungenes Wochenende und zum Glück wieder ein paar mehr Rettungshunde in der Johanniter Rettungshundestaffel. Also gut, dann vielen, vielen Dank und weiter so bei der Johanniter. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt zum Schluss hätte ich noch eine Bitte. Wir, SWNTV ist ja, wisst ihr ja selber, nicht der weltgrößte Sender. Aber, ja, wir sind der Sender. Und wir bräuchten natürlich schon ein paar Mitarbeiter vielleicht noch. Ein paar Leute, die Spaß haben, Filmchen zu machen. Ein paar Leute, die Spaß haben, mit anderen Menschen zu reden über interessante Sachen. Wir bräuchten bald ein paar Kameramänner, ein paar Kamerafrauen. Und also Leute, die einfach Spaß haben, bei uns bei ITV mitzumachen. Wenn ihr Spaß habt, dann schreibt uns einfach eine Meldung, eine E-Mail, wie man ja sagt, eine E-Mail an info@sw-n.de. Und ihr bekommt mit Sicherheit eine Meldung und eine Nachricht von uns. Und wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte. Weil ihr wisst ja selber, umso mehr wir berichten können, umso mehr Leute wir haben, umso mehr können wir berichten, umso interessanter sind wir natürlich auch. Und auch
an unsere Werbekunden. Leute, eine Werbung ab bei SWN ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Nicht immer bloß beim Dachplatz, sondern vielleicht auch mal bei uns. Also gut, das war's also für heute, für den Montag. Und ich freue mich auf nächsten Montag. Nächsten Montag 19.30 Uhr wieder hier bei SWN TV, ITV aus Schweinfurt. Und mit neuen Beiträgen und mit neuen, ja, manchmal auch kritischen Beiträgen. Und also, alles Gute, bis nächsten Montag. Ciao!